Hallo, heute möchte ich einen Test auflösen, nämlich den Test mit den Skin Effects. Habe ich vor Corona angefangen und möchte jetzt das Ergebnis mitteilen. Ich mache das so ein bisschen zwiegespalten, weil ich weiß, dass es jetzt andere Probleme in diesen Zeiten gibt, als eine Hautpflegeserie zu testen. Aber da ich das vor Corona angefangen habe und ich weiß, dass viele Frauen dann Nachfragen sagen, ne, du fängst so einen Test an, aber wo ist denn das Ergebnis? Mache ich das, zeige ich euch das und werde euch erklären, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Diejenigen, die sagen, boah, das finde ich total doof, wir haben andere Probleme jetzt in Corona-Zeiten als Hautpflege, dann schaltet jetzt bitte einfach ab. Das ist jetzt für die Frauen, die sagen, boah, das interessiert mich wirklich, was ist jetzt aus diesem Test geworden, der jetzt doch ne, so ungefähr 4 Monate stattgefunden hat. Also, ich habe diese Serie, ich zeige nochmal die Produkte in die Kamera. Das ist ein Reinigungsschaum, es ist ein Tag- und Nachtfluid, ein Serum und eine Augencreme. So, also diese 5 Produkte gibt es in dieser Serie. Und ich habe genommen den Reinigungsschaum, nein, weil ihr kennt meine Art und Weise, mein Gesicht zu reinigen, aber der ist schon schön. Ne? Also wenn man das mag mit viel und immer so Wasser ins Gesicht und so zum Abwaschen dieser Reinigungssubstanz. Tolles Produkt, aber ich mag nicht Wasser ins Gesicht. Ich mache das ne, mit, zeige ich euch demnächst. Ich habe da auch wieder ein neues Produkt gefunden. Das ist jetzt mein Ding. Also die Reinigung. Dann habe ich genommen das dieses Serum. Ungefähr 2 oder 3 Hub. Obwohl mit 2 kommt man dicke aus. Und ein Hub von der... von dem Nachtfluid, also Serum und Nachtfluid in Verbindung, habe mir das direkt in der Hand gemischt und drauf. Weiter nichts. Außer vielleicht ab und zu mal Augencreme. Mache ich auch nicht jede Nacht oder jeden Abend vorm Schlafen gehen, weil ich ja mein M2 Lashes auftrage. Wenn ich dran denke, dann nehme ich das. Das ist übrigens mal eine ganz andere Konsistenz. Das ist keine Augencreme, sondern, weiß ich, ob man es sehen kann. Wo ist es denn? Kann man nicht gut sehen. Also es ist doch so rum. Es ist ein Gel. Und dieses Gel ist gleichzeitig ein bisschen kühlend und sehr angenehm auf der Haut. Also keine Augencreme, sondern Augengel. Tolles Produkt. Ich nehme es nicht täglich. Ich bin da ganz ehrlich, weil ich vergesse das oder habe ich keine Lust drauf oder so. Gibt es aber und ist toll. Also diese beiden Produkte habe ich jeden Abend benutzt. Und das war für mich völlig ausreichend. Ich habe noch nicht mal, wie ich in dem anderen Film angekündigt habe, noch nicht mal eine Ampulle zwischendurch genommen, weil meine Haut fühlt sich super an. Ist für empfindliche Haut gedacht, ist also auch nur ganz, ganz leicht parfümiert, riecht kaum. Und ich könnte euch jetzt die Hautmesswerte zeigen, aber es ist nichts so schnell zu manipulieren wie solche Werte. Ich würde das nicht machen, aber ihr habt da jetzt keinen Nutzen von, wenn ich das jetzt ans Gesicht halte und sage, das ist so und so. Ich habe tatsächlich zwischendurch gemessen und seit ich diesen Test angefangen habe, ich habe ja meine Haut erstmal ein bisschen hungern lassen, habe gar nichts drauf gemacht, ist meine Hautfeuchtigkeit um 10% gesteigert worden. Das brauche ich aber nicht zu messen, weil das fühle ich. Das fühlt sich nicht mehr so trocken an hier. Also es hat schon 2, 3 Monate gedauert, um diese Durchfeuchtung der Haut zu erzielen. Aber dadurch, dass ich wirklich nur diese beiden Produkte genommen habe, weil morgens brauche ich keine Creme. Es gibt viele Frauen, die sagen, morgens muss ich unbedingt mein Gesicht eincremen. Ich brauche das nicht. Von daher habe ich nur diese beiden Produkte und meine Haut ist super. Ich erzähle euch das nicht, weil ich das verkaufen möchte. Ich erzähle euch das, weil ich davon begeistert bin, weil alle Produkte, die mich nicht begeistern, kommen bei mir nicht in den Shop. Zum Beispiel dieses Haarwuchsspray, wo ich direkt schon gesagt habe, habe ich jetzt 4 Probanden austesten lassen. Und eine hat gesagt, sie hat so das Empfinden, da ist mehr gekommen, aber bei den anderen 3, dann verkaufe ich das nicht. Mache ich nicht, mache ich mir meinen guten Namen kaputt, will ich nicht. Aber das hier kann ich wärmstens empfehlen. Wir haben das jetzt als Angebot des Monats und das wird bei mir jetzt fest im Portfolio drin bleiben, weil ja, das war immer noch so eine kleine Lücke, eine Hautpflegeserie zu finden, die überschaubar ist in den Produkten,
weil es gibt Pflegeserien, die haben wesentlich mehr Produkte. Und was für empfindliche Haut geeignet ist. Probiert es aus und seid begeistert. Also meine Haut fühlt sich anders an. Das war vorher hier trocken und ja, ich habe ja nichts anderes gemacht. Hab weder den Kontinent gewechselt, noch ist die Luftfeuchtigkeit um uns herum anders. Doch, die ist sogar weniger geworden, weil es ja kaum noch regnet. Also müsste meine Haut noch trockener sein, als sie ist. Und sie ist gut durchfeuchtet und ist einfach toll. Ich werde ja auch immer wieder zwischendurch mal angeschrieben in den Kommentaren. Was machst du mit deiner Haut? Du bist jetzt Mitte 50 und deine Haut sieht so gut aus. Ja, ich mache nicht viel. Ich reinige da nicht wie bekloppt dran rum, weil ich glaube, da kann man ganz viele Fehler machen, wenn man da zu viel reinigt. Dieser Schaum ist so ausgerichtet, dass der auch eine ganz milde Reinigung hat. Und dann ne, das hier und gut ist. Ich finde sie toll. Probier es aus, wenn du dir das gerade leisten kannst. Ne? Weil Hautpflege ist schon ein Stück Luxus. Das ist einfach so. Aber wenn wir unsere Haut schön behalten wollen, muss man irgendwas machen. Ich glaube, das ist sowieso das größte Geheimnis daran, dass man etwas macht. Dass man nicht vielleicht mal sich einen Topf von einer ganz teuren Creme kauft. Ich hätte jetzt beinahe einen Namen gesagt, das will ich nicht. Es gibt Cremes, die kosten 300-400 Euro, der Tiegel. Und dann muss die natürlich wirken. Aber dann kann man sich das vielleicht nicht kontinuierlich leisten. Also ich denke mal, eine günstige Hautpflege, die man immer anwendet, ist schon mal besser als gar nichts. Und wenn man so ein ausgeklügeltes System anwendet, merkt man schon noch einen kleinen Unterschied. Einen kleinen Unterschied, weil Falten bekommen wir nicht weg, mit nichts auf dieser Welt. Das ist unseriös, wenn man so etwas behauptet und das behaupte ich nicht. Aber Haut muss sich gut und durchfeuchtet anfühlen und das ist damit passiert. In diesem Sinne habe ich jetzt meinen Test aufgelöst für die Frauen, die das interessiert hat. Bis bald. Tschüss.